Also wir haben es ja schon kommen sehen, wir saßen noch beim Kaffee und es zog von Weitem schon langsam dunkel her und da haben wir noch gedacht, wir machen erstmal alle Fenster zu und räumen so das grobe Ganze weg. Aber es hat keine Chance gehabt. Mit einmal war es da, schlagartig von jetzt auf gleich. Und dann ging es schon los, da konnte man sich nur noch unterstellen, rein. Top schwarz. Da kam Hackelkörner, ich sag mal Tennisball groß. Die größten waren Tennisball groß. Alles zerhauen. Das Auto, Fassaden, Ziegel. Und dann kam auch gleiches Wasser vom Feld. Ja, wir sind von Arbeit gekommen. Es war schönes Wetter, wir haben draußen Kaffee getrunken, haben uns für die Silberhochzeit zurechtgemacht, wo wir hingehen wollten. Und schlagartig wurde irgendwie alles schwarz. Es kamen dunkle Wolken. Es fing an mit Stürmen, Hageln, riesengroße Hagelkörner donnerten aufs Dach, gegen die Fensterscheiben, auf die Autos, die alle draußen standen. Es regnete, es stürmte. Man hat wirklich gedacht, die Welt geht draußen unter. Man konnte zugucken, wie alles wegflog, wie das ganze Hab und Gut, was man sich aufgebaut hatte, innerhalb von kürzester Zeit vernichtet wurde. Ich konnte zugucken, wie im Nachbarhaus die Fassade nach und nach abbröckelte, die ganze Fassade zerstört wurde.